So, und damit willkommen zu einem, ja, ich würde mal sagen, etwas verspäteten Game Releases. Ja, wir sind ja noch relativ nah dran, ne? 10.10. haben wir heute. Ja, es Da kann ist man ja mal. noch, da kann man ja noch mal Releases nachschieben. Ja, wir möchten uns ganz höflich entschuldigen. Möchten wir das? Na gut, dann tun wir Ja, das. ich schon, du musst es ja nicht machen, also ich schon, ja. Genau. Und dann würde ich War sagen, ja wir jetzt fangen. nicht deine Schuld. Genau. Das war mir jetzt so klar, dass du einfach sagst, genau. Anstatt mal zu sagen, Woran es lag? nö, Nö, das muss ja nicht ihr jemand wart alle wissen. dran schuld. Nein, Snorri muss natürlich nur. Bäm! Ist egal. Los. Ach, muss ja nicht jeder wissen, was gewesen ist. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem 4. Oktober, denn da kommt das erste Spiel raus. Das nennt sich Aragami. Und hast du davon schon mal gehört? Nein, leider nicht. Okay, Aragami ist eine Art, ich sag mal sowas wie so ein Stealth-Spiel, wie Thief und solche Sachen. Aber du spielst einen untoten Meuchelmörder, einen Meuchler. Ich glaube, der kann auch die eine oder andere magische Attacke machen. Und es hat einen, ja, wie soll man diesen Grafikstil nennen? Also, er sieht so ein bisschen aus wie diese Borderlands-Grafik, finde ich. Also die Leute sind so ein bisschen reingezeichnet, meiner Meinung nach. Warte mal, ich habe gerade leichte Lecks. Ja, es sieht aus wie Border, sowas in der Richtung. Genau. Borderland, ja. Ja, ich glaube aber, da ist jetzt noch nicht so viel drin erzählt worden. Ich sehe gerade, es ist von Head Up Games. Das verspricht eigentlich ja schon wieder was Gutes zu werden. Denn Head Up Games kennt ja vielleicht der ein oder andere. Ich gehe mal schnell auf den Publisher. Vielleicht gibt es da nämlich nochmal eine ganze Liste von den Sachen, die sie mal veröffentlicht haben. Meridian Squad, The Inner World, Trap Dead, Grotesque Tactics, daher kannte ich sie natürlich. Sub Siege, Stellar Impact, Twin Sector, Soul Exodus, Future Wars, Devils and Demons. Also es sind schon einige Sachen, die man so kennt. Und ja, ich würde mal sagen, generell ist es immer so ein im Schnitt ein 75er Bereich von den Okay. Spielen, die sie sonst so gemacht haben. Ja, ich glaube, die haben normalerweise immer schon so ein Händchen für mehr oder weniger Indie-Entwickler, die gute Ideen haben. Von daher vertraue ich eigentlich schon, dass das ein solides Spiel wird. Vielleicht nicht das Beste diesen Monats, aber ein solides Spiel. Ja, dann kommen wir auch schon gleich mal zum nächsten Teil, der mich aber tatsächlich ein bisschen mehr anspricht. Und das wäre ebenfalls am 4. Atlas Reactor. Sagt dir Ja. das Spiel vielleicht etwas? Ja. Sehr gut. Dann erzähl mal. Und zwar sag ich immer höflich, XCOM und Overwatch bekommen ein Kind. So kann man das Ach, eigentlich interpretieren. du hast den Artikel geschrieben. Nein, ich habe es mir gerade ausgedacht. Na dann. Also wie gesagt, es ist so eine Mischung aus, wie gesagt, XCOM Taktik, dieser rundenbasierende Taktik und halt dieses von Overwatch, die Grafikstil. Ja, und nicht nur der Grafikstil, sondern auch, dass du eben eine bestimmte Zahl an Helden hast. Also ich glaube, hier sind es ja 5 gegen 5, die auch spezielle Fähigkeiten haben, mit denen man spielen Also wie kann. bei MOBA. Nein, also du hast zwar diese Helden, die irgendwie was können, aber es ist halt immer noch ein runden Taktik-Spiel. Also doch recht unterschiedlich von einem MOBA. Ja, und der Grafikstil, haben wir ja schon gesagt, ist auch so ein bisschen wie Overwatch. Wobei ich sagen muss, es hat auch wieder so einen leicht comichaften Charakter. Okay.
Ja, und vorher sollte das Ganze ja mal Free-to-Play sein. Und sie haben jetzt gesagt, das soll ein einmaliger Kauf werden. Finde ich aber insgesamt auch besser, als wenn man das zu einem Free-to-Play gemacht hätte, wo man einige Sachen dann mit Echtgeld hätte kaufen müssen. Wobei, das ist ja bei manchen Spielen mittlerweile immer noch so, dass du es kaufen musst und dann noch In-Game-Sachen hast. Von daher, ich hoffe mal, dass sie das nicht tun. So, von wem ist das Ja. denn? Von Trion Worlds. Von denen habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Muss aber nicht Also wirklich was heißen. ich denke mir mal eher, das Spiel, ich sag mal, sticht so ein bisschen dann hervor, ne? Weil MOBAs wachsen ja wie Blumen aus der Wiese zurzeit. Und das, denke ich mal, hebt sich dadurch, dass es halt rundenbasierend ist, etwas ab vom Massenmarkt. Ja, es ist halt ein klassisches Rundenstrategie 5 gegen 5. Also, das hast du natürlich auch schon in einigen Sachen. Du hast es natürlich in XCOM, wo du ja auch den Mehrspielermodus hast, wo du auch 5 gegen 5 spielen kannst. Du hast aber zum Beispiel auch Sachen wie boah, wie hieß das denn jetzt? Mordheim zum Beispiel. Okay. Das ist ja auch, ich glaube, irgendwie in den letzten Monaten rausgekommen. Das hatte auch ähnliche Sachen, nur war das, glaube ich, mehr mit Mittelalter. Und das hier ist halt ein, ich weiß nicht, soll das Zukunft sein oder eher so Fantasy Science Fiction? Naja, irgendwas so um den Dreh jedenfalls. Von daher, aber für Leute, die Rundenstrategie lieben, wie ich zum Beispiel, ist das natürlich schon mal ein Grund, da zumindest mal hinzugucken. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal zum nächsten Spiel, das dich vielleicht so ein bisschen interessieren könnte. Syndrome. Hast du davon schon mal gehört? Gehört, ja, das ist so, ich glaube, ein Horrorspiel, glaube ich, war das. Genau, also es möchte sich So ein eigentlich in Indie. die alten. Genau, es möchte Ach, jetzt eigentlich so ein lese ich, ich bisschen sehe es gerade. die alten Allüren des Horrorgames wieder aufgreifen. Und für mich Das persönlich sieht kommt es so ein bisschen raus wie so eine Mischung aus dem Alien. Alien, genau, dem Alien und dem. Ah, da soll es doch bald auch eine Neuverfilmung da, eine neue Spiel von geben. Ah, wie hieß das nochmal? Quake. Nee, das mit dieser KI. Moment, ich habe das Spiel bei mir auf GOG. Ich schau mal auf GOG. Dann weiß ich auf jeden Fall den Namen wieder. Ich habe nämlich die Originalversion, glaube ich, noch in meinem Account. Dann fällt mir das wieder ein. System Shock, genau. System Shock, ja. Also ich finde es eine Also Mischung aus Alien und System Shock. man ist ja wie auf einer Raumstation, ne? Genau. Und erwachst dann auf so einem, wie hieß das, Schlafgedöns hier? Ich glaube, das ist so eine Kryokammer gewesen, ne? Ja, also auf langem Winterschlaf, sagen wir es mal. Ja, dann ist es eine Kryokammer. Und die Menschen sind halt dort mutiert. Also entweder sind sie tot oder mutiert. Und du musst halt als Spieler herausfinden, was auf dem Schiff geschehen ist. Ja, und anders als in den meisten Horrorspielen mittlerweile hat man hier ja tatsächlich auch die Möglichkeit, sich zu wehren. Man kriegt eine Waffe in die Hand. Aber Die nicht Sache genug ist Munition? aber, genau, die Sache ist aber, man muss auch mit seiner Munition so ein bisschen haushalten. Aber es gibt auch Nahkampfwaffen, so wie ich gesehen habe. Ja, Von und daher. unterstützt die Oculus Rift. Oh. Ob wir da die ersten Herzattacken kriegen? Ja gut, das ist ein anderes Thema, aber gut. Okay, dann gehen wir mal zu dem 7. Oktober und da kommt ein Spiel, auf das du dich ja gefreut hast, Mafia 3. Ja, du ja auch ein bisschen. Ein wenig, ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel davon gesehen am Anfang, aber ja, ich habe natürlich auch es im Auge behalten. Und jetzt ist es seit, ich glaube, 3 Tagen raus. Jetzt, wo wir aufnehmen, wahrscheinlich für euch dann 4 Tage. Ja, und sie haben zum Teil. Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon ein Fazit zu dem Spiel setzen? Oder. Also mal ganz Ich meine, wir groß. haben es ja schon so ein bisschen gespielt, von daher wäre es Also vielleicht ich ganz habe gut. 2 Stunden gespielt und du bist bei circa. Also,
Ich habe es vor allem, habe ich es mir angeguckt, besonders bei Grauton, da bin ich jetzt bei 7 Stunden. Und du merkst wirklich, das Spiel ist für die ersten 4 Stunden konzipiert. Danach ist es sehr repetitiv. Also du kriegst, du kennst vielleicht noch das Spiel, also Godfather oder Der Pate von 2006 war das, glaube ich. Genau das Spiel ist es eigentlich. Nur halt Ja, gut. ohne die gute Story. Ich sage es mal so, bei Mafia 3 will ich ein Ende haben. Du meinst Ist leider so. das Ende von Vito Scaletta und so weiter, oder meinst du Nee, ich jetzt ein meine das jetzt gutes? bloß allgemein. Ach so. Also hier, wie bei Tomb Raider, Anfang, Ende, Mafia will ich einen Anfang und ein schönes Ende haben. Also, was die Musik betrifft, sind wir uns ja einig. Das ist Also oberste Güteklasse. ich muss sagen, also so die Musik und so, Location, ich sag mal, ne? die Zwischensequenzen, die sind ja richtig gut. Also da kann man ja echt nicht meckern, besonders so was Gesicht und so weiter angeht oder generell so die Figuren in Zwischensequenzen. Da kannst du schon manchmal denken, oh, sieht das jetzt realistisch aus? Finde ich toll. Besonders die Musik und das Setting finde ich halt ziemlich gut. 60er Jahre als Schwarzer ist es schon ganz lustig, weil du auch zum Teil ja darauf angesprochen wirst. Also wenn du da zum Beispiel in diesen Golfclub gehst, wirst du erstmal angepöbelt, was du denn am Haupteingang machst. Der Bereich für die Mitarbeiter wäre der Hintereingang und so weiter. Weil du eben in den 60er Jahren ja doch als Schwarzer nicht wirklich viele Rechte hattest in den 60ern in Amerika. Das haben sie eigentlich schon alles ganz gut hingekriegt, aber du hast halt diese Geschichten, die du bei The Godfather immer hattest, ne? Das heißt, du nimmst diese Läden ein, erpresst die Leute und kannst dann da diese Familie wegscheuchen, ne? Und das war ja in Der Pate, war das ja quasi mal so ein bisschen Nebenaufträge, die du zwischendurch machen kannst. In Mafia 3 ist das mittlerweile die Hauptaufgabe geworden. Also die ganze Story spielt sich eigentlich so davon, du gehst von diesen zu diesen Läden, schießt da alles kaputt, übernimmst den Laden, kriegst die nächste Aufgabe. Fährst zum nächsten Laden, machst da wieder alles kaputt, übernimmst den Laden, kriegst die nächste Aufgabe. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich war von den ersten 3, 4 Stunden ziemlich begeistert und danach ging es aber ziemlich bergab. Also nachdem so die ersten ein, zwei Sachen in der Story kamen, wo es dann hieß, oh, jetzt baue ich meine eigene Familie auf, danach hat das Spiel sehr viel an Potenzial verloren, leider. Ja, so weit bin ich noch nicht, kann noch nicht diesen Eindruck bestätigen. Ja, aber wie gesagt, also die ersten 3, 4 Stunden waren wirklich super. Aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass jetzt die 40 Stunden, die jetzt noch kommen, sehr langweilig werden. Weil ich das auch schon von Leuten gehört habe, die das schon durchgespielt haben und die meinen, das ändert sich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wie ich schon immer sagte bei dem Spiel dann, das Spiel ist ziemlich gut und schön, solange man das Auto nicht verlässt. Also so einfach, um so ein bisschen abzuschalten und gute Musik zu hören, das ist super. Ja, ich würde mal sagen, das kann man jetzt erstmal als Zwischenfazit belassen. Wir können ja nochmal drüber reden, wenn wir es beide nochmal vollständig durchgespielt haben. Ja. Vielleicht sieht es ja dann sogar noch ein bisschen anders aus. Wer weiß, was am Ende kommt. Jo, dann kommen wir aber jetzt nochmal zu einem weiteren Rennspiel. Kam ja diesen Monat doch schon, kam ja dieses Jahr einiges raus. Ride 2. Hast du davon schon mal gehört? Das ist, glaube ich, Motor. Also, Ja, das ist ein ich reines mag eher so Motorradrennspiel. lieber Autos hier so, aber ist Okay. halt Motorrad drin. Genau, ich meine, das waren irgendwie 150 oder 170 Ja. Maschinen, die man da auch fahren kann. Ich muss ja sagen, Motorrad finde ich ja eigentlich ganz cool, aber mir gefällt eigentlich eher so dieser doch etwas rabiatere Stil, den man dann in Road to Redemption oder sowas haben konnte. Oder die ganz alten Sachen davon.
wurde dann eben gegen die Leute fahren konntest und dann mit dem Baseballschläger auf die anderen eingehauen hast. Das fand ich immer schön. Das, dem normalen Sport kann ich da aber nicht wirklich viel abgewinnen. Aber man muss wieder sagen, es sieht wieder sehr gut aus und findet wahrscheinlich wieder seine Anhänger. Ist wahrscheinlich eine ganz gute Simulation. Jo, und dann kommt eine Sache, die dich natürlich mehr interessieren würde. Das wäre wahrscheinlich WRC6. Weil Ja, das ist ja mit Autos. das ist richtig. Und das ist, glaube ich, so ein Rallye-Spiel, ne? Das ist wirklich Rallye-Simulation pur. Also, was Videos gesehen habe und so, sieht schon sehr beeindruckend aus. Okay, und wenn du das jetzt vergleichen müsstest, dieses WRC6 mit Christian Löb, was ist besser? Ja, da müsste ich beide spielen. Ach so, ich dachte, du hättest das Löb schon gespielt. Ja, deswegen müsste ich das andere ja auch spielen, um das direkt vergleichen zu können, von der Steuerung her. Das stimmt natürlich. Weil die Rallye-Spiele gehen ja, ich sage immer, müssen vielleicht mehr in die Simulation gehen, dass man halt richtig dieses Rallye-Feeling hat. Und da wirklich einen Unterschied zu merken oder einen Kommentar dazu abzugeben, müsste ich das jetzt auch spielen und dann könnte ich eine Meinung sagen. Okay, dann eine andere Frage. Was erwartest du von einem guten Rallye-Spiel? Dass es halt authentisch ist. Also was heißt Autos, ne, Fahrer, Simulation pur natürlich. Das heißt, wenn du irgendeinen Baumstumpf mitnimmst, dass du nicht mal weiterfahren kannst, weil du vorne alles eingestellt hast. Und die Simula also die reine Simulation bei Matsch und Regen, dass das Auto dann halt sich anders verhält als wie bei Asphalt oder Sonne. Okay. Und ich glaube, da war es doch auch bei Rallyes, war es dann auch immer so, dass man ja auch die Reifen anpassen musste und alles, ne, damit das. Genau, das muss halt auch dabei sein, ne, dass man dann die Zeit. Ich sehe gerade, das kostet auch derzeit 30 Euro. Also ich Ja, finde es schon, geht, ne? ich finde jetzt gut, dass es nicht wieder 50 ist, aber ich finde für ein Rennspiel ist es doch ein bisschen viel. Naja, aber. Ja, es geht. So, ich guck mal ganz kurz. Da, hier, wir haben nämlich noch ein paar Sachen, die wir noch nicht hatten. Wir sind aber ja noch am 7. Daher kann ich das jetzt nochmal schnell einwerfen. Es kommt nämlich am 7. ebenfalls noch ein Spiel raus. Ich glaube, auf das keiner von uns gewartet hat. Paper Mario Color Splash. Ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt. So, okay, dann können wir jetzt zu einem neuen Ableger, nee, von einer neuen Auflage, glaube ich sogar, ne? Von einem alten Franchise nochmal reden. Duke Nukem 3D. 20th Anniversary World Tour kommt jetzt raus Okay. am 11. Also morgen für die Leute heute. Guckt mal rein. Ja, warst du ein Fan von der Duke Nukem-Reihe? Von der Duke Nukem-Reihe? Okay, dann haben wir was Habe ich auch. gemeinsam. Ich dachte, du kennst dich da vielleicht was mehr aus. Nee, habe ich nie gespielt. Also weiß ich Ich so kam viel. einfach früher nie wirklich dazu. Das war jetzt nicht so das Spielgenre, auf das ich mich so geschmissen hatte. Von daher habe ich von Duke Nukem generell relativ wenig mitbekommen. Jo, dann kommen wir zu Gears of War 4. Der vierte Teil der Gears of War-Reihe. Ich glaube, der zweite Teil, der hier auch offiziell ohne Index zu erhalten ist. Ich glaube, der erste und zweite Teil, den konnte man hier gar nicht erhalten. Erst ab Gears of War 3 ging das bei uns alles. Ja, und von dem Spiel hat man ja schon ein bisschen auf der Gamescom, glaube ich, gesehen.
Ja. Okay, du bist ja ruhig, dann übernehme ich das halt wieder. Ja, Du warst, glaube ich, gerade weg, deswegen. ich war nicht weg, ne? Ich glaube nicht. Ich habe gerade nichts gehört, deswegen. Okay. Ja, Gears of War halt. Krach, bumm, bang. Aber diesmal auch mit Riesenmax, so wie ich sehe. Ja, also ich habe Gears of War jetzt nicht so gespielt. Also ich habe vielleicht meinen ersten Mal 5 Minuten reingeguckt, aber was war's denn auch? Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe mit dem Hide zusammen mal den dritten Teil zusammengespielt. Und mein größter Lieblingsmoment in Gears of War 3 war einfach die Stelle, wo man am Kinderspielplatz gekämpft hat. Und dann konntest du einfach während des Kämpfens, konntest du oben auf die Rutsche steigen und runterrutschen. Okay. Mitten im Kampf. Das fand ich irgendwie super. Das ist bei mir hängen geblieben. Und die hatten öfters mal so ein paar witzige kleine Einlagen, was die Szenen angeht. Da fand ich sie doch ganz lustig. Aber so das Spiel generell, ja, ist halt typischer Alien-Shooter, sag ich mal. Ja. Das Einzige, was jetzt die natürlich auf jeden Fall noch so auszeichnet, ist diese Kettensäge, dieses Kettensägengewehr. Die haben ja vorne am Lauf haben die eine Kettensäge dran, mit dem sie noch kämpfen Okay. können. Das ist schon ganz lustig, da kann man dann schön schnetzeln bei. Ja, aber ansonsten war es jetzt nichts, wo ich sagen muss, das wird jetzt das Spiel des Jahres oder ähnliches. Wird auf jeden Fall jetzt einen Verkaufstitel für die Xbox One, aber ansonsten. Kommt ja auch für PC, ne? Ist ja hier diese Ja, genau. Kooperation. Ist aber Aber Windows auch nur 10. für Windows 10, genau. Ja. Die wollen ja jetzt ihr Betriebssystem mit solchen Sachen nach vorne bringen. Ich muss ja sagen, es gibt den einen oder anderen Titel, wo ich sagen muss, ja, würde ich gerne spielen, aber ist für Xbox 10, für Windows 10. Aber es sind noch nicht so viele, dass ich sagen will, jetzt muss ich unbedingt umsteigen. Bisher bin ich doch sehr zufrieden mit meinem 7. So, und dann kommen wir jetzt zu Shadow Warrior 2. Von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Es sei denn, es ist der Nachfolger von dem alten Shadow Warrior aus der alten Xbox, was halt schon sehr alt ist. Aber ich glaube, das ist es nicht. Sieht nach einem relativ blutigen Shooter aus. Mit Samurai-Schwertern. Ja, genau. Sowas braucht man auch mal, so stumpfe Gewalt. Oh, da gibt es doch genug Spiele mit stumpfer Gewalt, oder? Ja, kommt auf Setting drauf noch an, ne? Klar. Das immer. Ja, dann kommen wir jetzt zu. Schauen wir mal ganz kurz. Oh ja, da sind ja noch zwei. Rise of the Tomb Raider kommt für die PS4 raus. Und du hast das Ganze ja schon so ein bisschen gespielt, dachte ich, ne? Ja, leicht, Und nicht? wie ist es? Es ist, soll ich sagen, es ist gut. Sehr gut jetzt nicht, aber der erste Teil fand ich besser. Okay. Aber der Umfang des Spiels ist halt, also die Schatzsuche und die Rätsel sind halt ein bisschen mehr geworden. Man kann halt wieder Pfeile bauen und man kann Waffen bekommen. Und Story gefiel mir jetzt auch, wie gesagt, beim ersten gefiel mir die Story etwas besser. Was genau war denn die Story jetzt im zweiten? Ich weiß ja nur, dass die da diesen Berg hochgekraxelt ist. Wie sagt man das jetzt? Hast mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Weil es doch etwas länger her ist. Sie scheint jedenfalls nicht sehr im Kopf geblieben zu sein. Nee, weil wo ich die durch hatte, war es dann weg. Okay. Also,
Naja, gut, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Titel. Das nächste wäre WWE 2K17. Der kommt nämlich jetzt für die Konsolen nochmal raus. Für PS3, PS4 und Xbox 360. Komischerweise nicht für die Xbox One. Ja. Ich glaube, die PC-Version ist bereits schon erschienen. Und ja, ich bin mal gespannt, was sie diesmal verbessert haben. Die haben ja Jetzt. im letzten Teil haben sie ja diesen so eine Art Story-Modus mit eingebaut, wo du keine richtige Story hattest, so vorgesetzt bekommen hattest, sondern du hattest quasi so ein bisschen so eine Art Karrieremodus, wo du dir Freunde und Feinde machen konntest, indem du Events stürmst und dich mit Leuten anlegst und ähnliches. Das fand ich eigentlich ganz lustig gemacht. Vielleicht haben sie das ein bisschen verbessert. Vielleicht haben sie auch so an dem ganzen Kampfsystem noch mal ein bisschen rumgeschraubt. Aber das war im letzten Teil eigentlich schon wieder ganz okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Und ja, dann kommen wir mal zum nächsten. Das ist Motor Racer 4. Ich glaube, auch da hat keiner von uns wirklich eine große Ahnung von, oder? Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum nächsten. Darauf hast du wahrscheinlich auch lange gewartet. Dragon Quest Builders. Ja, Wahnsinn. Wow. Das ist doch das wie in Minecraft, ne? Richtig, von Square Enix. So ein bisschen für kleinere Leute. Sagen wir mal. Ja, wer es mag. Also du hattest, glaube ich. Es war, glaube ich, so ein bisschen wie Minecraft mit Story-Modus und dass du da so ein bisschen rumbauen konntest. Ja, und ich glaube, gerade nicht so anspruchsvoll. Naja. Aber dann gibt es ja jetzt noch ein paar Sachen, die ein bisschen interessanter sind. Zum Beispiel Yesterday Origins. Das ist ein Spiel. Oh, das brauchen wir gar nicht vorstellen. Das war im letzten Monat schon dabei. Ja, ich hab's mitbekommen. Wow. Das brauchen wir gar nicht groß erklären. Das hatten wir schon. Okay. Und Bounty Train hatten wir auch letzten Monat schon. Auch das könnt ihr im letzten Video hören, was wir darüber gesagt haben. Ich finde, man sollte Spiele, die einfach nur später, die dann im nächsten Monat erst kommen, muss man gar nicht nochmal groß bearbeiten, weil da kennt man ja schon, Ja. was man darüber gesagt hat. So, ein Nachfolger von einem Spiel, das auch sehr lange, das schon sehr lange besteht. Crazy Machines 3. Ich weiß, ich habe das damals als Kind, hatte ich noch eine CD mit dem ersten Crazy Machines Teil. Und das ist schon relativ alt, also das war bestimmt in den 90ern. Ist das mit Rätseln? Ja. Ich meine, es gäbe was mit Rätseln, aber ich meine, es gäbe auch Ah ja. ein Rennspiel damit. Aber ich glaube, das hier ist die Rätselvariante. Ach, jetzt war ja, ne, okay. Also du musst hier, glaube ich, irgendwelche Rätsel lösen, Okay. Ja. indem du mit den Maschinen, ja, indem du da Maschinen baust. Das sieht nicht verkehrt aus. Das hat bei vielen Sachen so ein bisschen was wie diese. Ah, oh, wie heißen die nochmal? Wo du eine Kugel umstößt und das kippt dann zum Genau. Beispiel so einen Dominostein um und zündet einen Feuer und macht deine Lunte und so weiter. Irgendwie sowas in der Art. Nach sowas sieht das aus. Ja, dann haben wir als nächstes ein vermutlich. Ach, okay. Das ist ein Spiel, das kennen wir tatsächlich schon, auch wenn dir der Name Ja, das vielleicht haben wir nichts sagen gesehen. wird. Eagle Doch. Flight. Das ist dieses Ubisoft Richtig. Das war, VR-Gedöns. genau, das hatte man auf der Gamescom gesehen. Man spielt mit der VR einen dieser, was sind es? Weißkopfseeadler sind das natürlich. Ja, genau. Ja. Und die versuchen sich gegenseitig zu jagen und ich glaube irgendwie ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, sie haben so eine Art Capture the Flag noch dabei, ne? Wo man sich Ja. gegenseitig die Sachen abjagen konnte. Da habe ich mir Ja, gedacht, gell, da kaufe ich mir eine VR. also ich muss sagen, die Idee fand ich ziemlich cool. Aber ich glaube,
das Spiel ist noch relativ klein und das wäre jetzt so kein Grund, mir eine VR-Brille für holen zu wollen. Das ist richtig. Aber die Idee an sich finde ich schon ganz cool. Also, wenn ich eine VR-Brille schon hätte, dann hätte ich mir vielleicht überlegt, das Spiel mal zu holen. Weil ich glaube, so viel wird es wahrscheinlich jetzt nicht kosten. So als kleines Minigame, sag ich mal. Denke ich auch nicht. So, und dann haben wir mal ein Spiel, das man wieder mit mehreren spielen könnte. Lancelot. Ein blöder Wortwitz, der mal nicht von mir kam. Lancelot. Und ja, man spielt mit bis zu 4 Spielern in diesem. Ja, wie soll man das denn nennen? Du fliegst hier zum Beispiel, man sieht es hier so ein bisschen auf den Screenshots, du fliegst auf eine Rakete und versuchst den anderen mit deiner Lanze runterzuwerfen. Also es ist, ja, so ein Science-Fiction-Ritter-Turnier-Game. So würde ich es jetzt beschreiben. Ich kann ja mal gucken, was sie offiziell sagen. Wahrscheinlich Action-Spiel. Action-Titel, bla bla bla, Vogelperspektive, Turnierkämpfe mit Lanzen. Okay. Na, die sagen nur Action-Spiel. Egal, aber es passt, die Beschreibung passt ungefähr zu dem, was ich gesagt habe. Das ist doch schon mal schön. dann kommen wir zu einem weiteren Titel, von dem ich auch noch nie gehört habe. Dispatcher Revoke. Hast du davon schon mal gehört? Nope. Ah, okay. Also, ich habe mir gerade ganz kurz mal die schnelle Beschreibung durchgelesen. Und das Ganze soll ein Stealth-Titel sein auf einer Raumstation. Hey, das kommt mir doch bekannt vor. Das soll einen. Ach, das waren das schon die Screenshots. Und das soll jetzt keine richtige Story haben, sondern du kriegst jedes Mal eine Mission, wo alles so ein bisschen neu verteilt wird. Hast also so ein, ich sag mal, Wiederspielwert. Von dem ganzen Setting her würde ich es jetzt so ein bisschen mit Slender vergleichen. Da musstest du ja auch dann mal diese 5 oder 8 Seiten finden, die aber auch immer zufällig verteilt wurden an irgendwelchen Stellen. Und du musst die Sachen dann halt finden, ohne von dem bösen Monster getötet zu werden. Und ich glaube, so ähnlich wird das hier auch. Nur halt auf einer Raumstation. Ja, ist richtig. Ja, dann haben wir noch Batman Return to Arkham für die PS4 und die Xbox One. Ich glaube, ja. Mich wundert, dass es jetzt erst rauskommt. Ich dachte, es wäre schon längst so gewesen. Aber na gut. Ist jedenfalls, glaube ich, diese Verschönerung vom ersten Teil, ne? Ja, das ist korrekt. Okay, dann kommt noch eine Lego Harry Potter Collection raus. Wahrscheinlich die ganzen 7 Teile für die PS4. Ja, ich sag mal, auf Steam kriegst du die Sachen mittlerweile hinterhergeschmissen. Da kriegst du, glaube ich, die Teile 1 bis 7 für insgesamt maximal 10 €. Ja, dann Battlefield 1 kommt am 21. raus und jetzt gerade ist ja noch die Early Access. Ja. Hast du da schon mal reingeschaut in die Early Access? Ich hatte mal gespielt, wo die offene Beta hatten. Ja. Ist schon nicht schlecht, aber ist jetzt nicht für mich, ich sag mal, nicht so mein Fall. Klingt jetzt nicht so begeistert. Woran lag's? Also ich wusste stellenweise gar nicht, wo ich hin sollte. Und wer was der Gegner ist, also Okay. etwas, ich sag mal, in meinem Alter nicht, da ist das nicht mehr so gegeben, die Reaktion. Ja, also ich habe,
Wie gesagt, Battlefield, die vorherigen Teile habe ich jetzt auch nicht so gespielt. Ich habe bloß mal halt mal gespielt zum Reinschnuppern. Setting ist ganz nett, also mit diesen alten Flugzeugen, mit den Doppeldeckern und so, das ist schon nicht schlecht. Mit diesen Kanonen, da habe ich sogar mal einen Panzer, also getroffen, aber ist keine Ahnung, wie viele Kilometer Entfernung. Aber ja, bin ich jetzt nicht so heiß drauf, sagen wir es mal so. Okay, aber du hast es ja jetzt schon mal so ein bisschen gespielt. Dann habe ich jetzt doch mal die Frage, wie sieht es denn da mit den Grabenkriegen aus? Also hast du wirklich so ein Grabenkampf-Feeling, wie es im Ersten Weltkrieg wirklich sein sollte, oder ist es doch eher wie die anderen Battlefield-Teile? Also so eine Map war leider nicht dabei. Okay, dann weiß ich, dass das Spiel wohl nichts für mich sein wird, dann hole ich doch lieber Verdun. Also wie gesagt, ich habe ja bloß zwei Maps gehabt und so. Also zwei Spielmodi. Ich weiß nicht, ob bei den anderen Maps das dabei ist. Okay. Das kann ich nicht sagen. Ich hatte bloß zwei verschiedene Karten. Ja, genau. Okay, aber wenn du beim Early Access wirklich nur zwei Spiele gemacht hast, dann Nee, spricht das nicht ja beim auch. Early Access, sondern bei der Open Meine Beta. ich Da haben ja, die meine ich ja. wahrscheinlich bloß zwei, wie gesagt, zwei Maps rausgehauen. Ach so, ich dachte, du hast insgesamt nur zwei Spiele gemacht. Nein, 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 mehrere. Das hätte ja jetzt doch sehr gegen das Spiel gesprochen. Aha, aber was ich so derzeit gesehen habe, lässt so ein bisschen vermuten, dass dieser Grabenkrieg gar nicht so wirklich in dem Battlefield vorkommt. Also so gelegentlich ist vielleicht ein Graben drin, aber der Grabenkrieg wird wahrscheinlich nicht drin sein. Von daher, ich glaube, ich schaue mir doch lieber nochmal Verdun an. Weil das ist wirklich so eine Sache, die würde ich gerne mal drin haben. Das ist halt mal eine schöne Alternative zu dem üblichen Shooter-Gedöns, was du normalerweise hast. Okay. Dass du halt wirklich mal, ich sag mal, so ein bisschen aufpassen musst in dem Shooter. Und nicht einfach durchrennst und dann guckst, werde ich Okay. abknallt. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Titel einer großen Reihe, und zwar Civilization 6. Natürlich ein Rundenstrategiespiel, das hat sich natürlich nicht geändert. Ja, mal ganz kurz gucken, da Screenshots. Ja, hast du die Civilization-Teile mal gespielt? Ich hatte, ich glaube, beim dritten oder vierten Mal reingeguckt, aber war nicht meins. Also selbst Anno ist ja ungefähr dasselbe, ne? Oder? Anno? War Ja, jetzt nicht naja. meins. Ich habe lieber Siedler gespielt. Ja gut, das ist auch wieder was anderes. Siedler oder Kosaks, was Ja, ich im Moment sehr viel suchte. Kosaks 3. das sind ja auch ganz andere Genres. Aber ja, okay. Also ich habe es, glaube ich, auch nur ein oder zweimal gespielt. War jetzt auch Ja. nicht so mein Ding. Ich finde es so ein bisschen komisch mit diesem Städtebau und dann mit den Einheiten, die man aber selber nicht so wirklich im Kampf leiten kann, sondern die einfach nur gegeneinander auf der Karte kämpfen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Das war nicht so mein Ding. Okay. So. Zack. Dann kommt eine neue Edition der Darksiders raus, die Ja. Warmastered Edition. Da haben sie auch wieder einen Wortwitz versucht. Ja, okay, sie haben die Grafik ein bisschen verschönert. Punkt. Ich glaube, viel muss man mehr nicht sagen. Okay, dann kommt natürlich das Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Denn wer könnte dieses Jahr nicht ohne den Landwirtschaftssimulator 2017 auskommen? Wir hören's ja. Ich sage es mal so, ich habe nichts dagegen. Es sieht gut aus, es ist bestimmt spielerisch jetzt nicht so schlecht, aber nee. Aber du kannst doch in dem neuen Teil jetzt auch eine Frau spielen. Wow. Geil. Ja. Dann muss ich mir das sofort kaufen. Ey, bei FIFA haben sie genau den gleichen Grund gebracht.
Okay, ich glaube, sie haben mittlerweile auch Nutzvieh dabei, also so Schweine und so weiter. Aber naja, wer braucht es jetzt? Ich finde, man konnte mit dem Landwirtschaftssimulator eine ganze Menge Spaß machen, aber ich würde mich jetzt auch nicht stundenlang da hinsetzen. Das ist eher so für ein paar Minuten trollen und dann geht man wieder. Okay, dann eine Sache, die ja, glaube ich, auch, ich glaube, Sony oder so hatte doch ein ähnliches Spiel rausbringen wollen: Mac Morris Infinite Air. Und da spielst du einen, ich glaube, Snowboarder Okay. und fährst dann da halt die Berge runter. Und sowas Ähnliches hatte ja, glaube ich, entweder Ubisoft oder Sony vor. Da hatten sie doch auch Snowboarder, Skifahrer, Paraglider und sowas, die da alle den Berg runterfahren. Okay. Ja. So. Erstmal. Für nebenbei vielleicht ganz gut. Es gab ja mal so ein anderes Spiel vor, was weiß ich, einer Dekade mittlerweile wahrscheinlich, wo man eben auch sowas Ähnliches gemacht hatte. Das fand ich ganz gut, aber mir fällt der Name nicht ein. Wahrscheinlich hieß es irgendwie sowas wie Snow 2006 oder so, keine Ahnung. Okay. Jedenfalls war es bestimmt spannender als das nächste Spiel, Just Dance 2017. Und weiter. Was genau ist es denn? Ist das ein Spiel mit einer Tanzmatte oder wird das mit der Kinect gemacht? Ich habe keine Ahnung. Oder musst du vielleicht einfach nur Knöpfe drücken? Ich habe keine Ahnung, ich mag sowas nicht. Das ist mir, ne. Wir sprechen ja auch nicht von Mögen. Nee, hier steht's nicht. Ach, das ist. Ja, okay, da hat der Ubisoft ja auch bei der Gamescom Werbung für gemacht. Jetzt kommt es raus. Okay. Ja. Aber was wäre dieser Monat ohne guter Sport? Und mit guter Sport meine ich natürlich Handball 17. Ja, das ist tatsächlich endlich mal ein Sport, wo ich sagen muss, den kann man gerne mal als Spiel rausbringen, einfach weil der so selten ist. Also so auch von den Spielen her. Gut, man merkt es aber auch leider hier so ein bisschen an der Grafik, dass da anscheinend auch, dass das anscheinend kein AAA-Spiel ist. Sieht alles noch so ein bisschen clunky aus, sag ich mal. Okay. Und auch vom Publisher habe ich bisher noch nicht gehört. Aber warum nicht? Ich sag mal, Fußball hatte man ja eh schon genug, warum nicht mal eine Runde Handball? Ja, ob sich das jetzt so. Ja, ich meine, ein paar Absätze wird es geben, ja, aber Ich so wie glaube Fußball. glaub nicht, dass die in einem Handball jetzt den Rang ablaufen möchten. Aber ich Nee. finde es ganz gut, dass die eine andere Sportart jetzt mal so ein bisschen in den Fokus richten. Und ich habe ja selber früher auch eine ganze Weile Handball gespielt, von daher. Ach so, okay. Ja, da kann man ja schon mal sagen, gucke Gut ich bei deiner natürlich gerne Größe. mal. Bei meiner Größe, ja. Bei mir war es vor allem so, ich habe früher die Position des Libero gehabt. Den gibt es mittlerweile gar Okay. nicht mehr. Da sieht man mal, wie alt das mittlerweile schon ist. Eine falsche Sechs. Ja, genau. Und hinterher war es so, dass ich dann hinterher ins Tor gegangen bin als Torwart. Okay. Und das vor allem, weil ich Linkshänder bin, was den Handball angeht. Und das hat anscheinend die meisten Stürmer so ein bisschen verwirrt. Das hat dann schon meistens gereicht, dass ich ins Tor ging. Ja, aber jetzt kommen wir natürlich zu einem Spiel, auf das ich natürlich dann warten würde. Das ist natürlich Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition für PC, das es übrigens kostenlos gibt für alle, die Die Skyrim das schon schon haben. haben. Genau. Genau, also diese HD Edition, ne? Genau, und du musst gar nicht Ja. gucken, dass du deine Mods und so weiter jetzt alle neu installierst, weil das Ganze wird Werden dann übernommen, ne? separat, genau, das Ganze wird Okay. übernommen und du hast einen separaten Slot im Steam, in Steam. Das finde ich schon ziemlich gut. Also ich sag's mal so, wer es immer noch nicht hat, es werden welche geben, die das noch nicht haben. Mit dieser Edition, das sind glaube ich alle.
Add-ons dabei, wenn ich mich nicht alles irre. Richtig, alle Add-ons. Es ne? gibt eine, es gibt mehr Shader und solche Sachen, also die es in der Vanilla-Version jetzt noch nicht so gab. Und vor allem haben sie halt die Engine so ein bisschen überarbeitet. Mhm. Die haben ja so ein bisschen mit der Fallout-Engine und der Skyrim-Engine, die sind sich ja so ein bisschen ähnlich. Mhm. Und die haben halt an der Engine so ein bisschen immer rumgearbeitet, von Fallout ja auch schon. Und die Sachen, die sie in Fallout jetzt besser gemacht haben, haben sie jetzt auf Skyrim quasi auch mit übertragen. Das heißt, ja, du kannst zumindest da zum Beispiel mehr den Grafikspeicher ausnutzen und so weiter, die es in der Vanilla-Version halt noch nicht so ging. Also in der jetzigen Version geht das noch nicht so wirklich, weil du nur, ich glaube, es sind 4 GB oder so an Speicher benutzen kannst, oder ich glaube, es sind sogar nur 2 GB und damit eben noch nicht alles ausreizen kannst. Und das geht halt jetzt mit der neuen Version. Und deswegen finde ich schon ganz gut. Und vor allem halt, wenn du mal, wie ich, ständig dabei bist, nachdem du, was weiß ich, wie viele Mods runtergeladen hast, dein Skyrim wieder komplett neu laden zu müssen, dann kannst du immer die Special-Version nehmen, dann sieht es wenigstens als Vanilla schon mal was schöner aus. Jo. Dann kommt Titanfall 2. Ja. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das vergessen habe. Ja, aber nichts Wichtiges. Kann man nachholen. Titanfall 2, ich sehe gerade, kommt für 10 Euro raus. Das ist ja... Das fände ich jetzt merkwürdig. Ich glaube nicht, dass das der wirkliche Preis war. Ach so, das ist... Nee, das war's nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Titanfall 2 kommt natürlich für 50 Euro raus. Passt natürlich eher. Ja, ich habe gehört, sie haben einige Sachen wieder ein bisschen verändert. Du hast, glaube ich, jetzt so einen Greifhaken, den du noch benutzen kannst. Du hast andere Mac-Geschichten. Ich glaube, die haben das Ganze, dieses Ganze über die Karte rennen, haben sie so ein bisschen verändert. Mhm. Und die haben tatsächlich eine Story reingetan in Titanfall 2, was ja viele im ersten Teil sehr... sehr kritisiert haben, dass du halt nur den Multiplayer hattest. Und jetzt haben sie halt auch eine Story reingepackt, die anscheinend auch, ja, anscheinend auch wirklich eine Geschichte vermitteln soll. Bin gespannt. Okay. Von den Shootern her finde ich das tatsächlich sogar noch relativ gut, weil es halt weil es sich so ein bisschen vom Rest abhebt. Sag ich mal. Mhm. Auch wenn die meisten der Shooter jetzt mittlerweile schon versuchen, Titanfall so ein bisschen zu kopieren in einigen Sachen. Okay. Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, das ich übersehen hatte, weil es auf der anderen Seite war. Wir haben hier noch Dragon Ball Xenoverse 2 für PC, PS4 und Xbox One. Mhm. Ja, ne? Also ich sag mal, wäre Hide jetzt hier gewesen, wäre er ausgerastet, hätte er sich gefreut, weil das Spiel ist von Bandai Namco. Es ist halt wieder der Prügler, der schon Dragon Ball Xenoverse 1 war. Okay. Viel mehr wird es, glaube ich, nicht sein. Dann kommt auf jeden Fall noch Beyond Two Souls kommt noch mal raus für die PS4. Also als neue Version. Leider wieder nur für die PS, für die PlayStation 4 und nicht für Xbox oder ähnliches. Es bleibt anscheinend exklusiv, was ich sehr schade finde. Weil besonders so diese David Cage-Sachen mag ich eigentlich. Aber seit Heavy Rain scheint er ja nur noch für die PlayStation zu veröffentlichen. Mhm. So, und dann kommt jetzt nochmal für die PlayStation Vita World of Final Fantasy raus. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel werden soll. Ist von Square Enix, ist klar, ist ja Final Fantasy. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob es ein MMORPG sein soll, ob es ein normales Spiel sein soll. Es ist für Leute ab 12, aber mehr steht hier nicht. Von daher muss man sich, glaube ich, auch nicht mehr viel mit befassen, oder? Nee. So, dann kommt jetzt nochmal so ein
Spiel raus, das wieder sehr gehypt wird, das dann für 2 Tage gespielt wird oder 2 Wochen und danach wird es jeder in seiner Bibliothek verstauben lassen. Nennt sich Freitag der 13. Ja, ist so ein bisschen wie das. Wie hieß es nochmal? Dieses mit den. Mit den Killern, Dead by Daylight, genau. Ja. So ein bisschen wie Dead by Daylight. Nur halt ein bisschen verändert. Hast halt typisch ein Haus und so, kannst dich halt, ich sag mal, ablenken den, und so weiter. Also bei manchen bei YouTube, ne, weil haben sie schon ab und zu mal Videos gebracht, solche, ich sag jetzt mal, Demos, wo man halt schon so ein bisschen begutachten kann. Also es sieht Okay. schon sehr, ich sag jetzt mal, sehr hübsch aus. Und hast Okay. halt mehr Abwechslung drinne. Aber meinst du wirklich, dass man das länger als 2 Wochen spielt? Und das ist die Frage. Wenn ich bedenke, also so Dead by Daylight, das spielt ja heute schon kaum noch einer. Und das ist so ziemlich das Gleiche. Okay. Ja, wir werden ja, die Zeit wird gucken, wer recht hat. Sagen wir es mal so. Wenn ihr Also lange, in. denke ich, lange wird es nicht gehen. Ja, Sagen wir es mal ich sag mal so. so, Ja. wenn ihr in einem Monat oder 2 Monaten noch wisst, was Freitag der 13. ist und ihr nicht direkt an den Film denkt, dann lagen wir wohl falsch. Aber ich gehe ziemlich davon aus, dass wir recht haben werden. Ja, dann haben wir nochmal Through the Woods. Ein Indie-Horrorspiel. Mittlerweile scheint der Horrormarkt wieder zu blühen. Und ja, ich glaube, der Titel verrät schon, was man tut. Ne? Man läuft durch den Wald. Und man findet irgendwie anscheinend eine alte Hütte, so wie ich gerade sehe. Ja, ich glaube, das ist mehr so atmosphärisch Horror. Was ich ganz gut finde, es muss ja nicht immer alles mit wie heißt das nochmal? Jump Cuts, nicht Jump Cuts, wenn du einfach so angeschrien wirst und ähnliches, damit es dir Horror macht. Jump Keine Ahnung. Scares waren es, nicht Jump Cuts, das sind Jump Scares, die ich meine. Wo da halt dann einfach. Ja, wo du nicht wirklich Angst hast, sondern wo du einfach nur dann Panik bekommst, weil dich irgendjemand plötzlich anschreit. Was ich sehr billig finde, ehrlich gesagt. Ich mag es dann doch mehr so ein bisschen atmosphärischer. Und ich glaube, das Spiel scheint in die Richtung zu gehen. Ist ein Indie-Horror-Titel, von daher gucken wir mal. Das ist unter Action, von daher ist es vielleicht nicht ganz so, wie die Screenshots es zeigen. Okay. Gucken wir mal. Spielt in Norwegen. Bla 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 bla. PM-Gedöns. Wichtige Sachen stehen da nicht wirklich drin. Okay, es soll aber anscheinend doch mehr atmosphärisch sein, denn hier steht, Schwerpunkt ist die Akustik im Spiel. Und das hast du mehr bei atmosphärischen. Von daher, ja, gucken wir mal. Kommt heute noch was raus? Kommt diesen Monat noch was raus? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben sie. Dann können wir jetzt zu den Tops und Flops kommen. Wir brauchen irgendwann so einen Einspieler für Tops und Flops. Ja, welches Spiel würdest du denn als dein Top-Spiel diesen Monats bezeichnen? Mafia 3. Okay. Ja gut. Wie gesagt, da schauen wir mal, wie es hinterher aussieht. Ja gut, bei den Titeln jetzt kommen wir bis Mafia 3 jetzt. Okay. Ja, bei mir wahrscheinlich als Bethesda Fanboy ist es relativ klar, dass es natürlich Elder Scrolls Skyrim Special Edition wird. Besonders, wenn man es dann auch noch kostenlos kriegt, bin ich doch relativ froh darum. Ich glaube, gekauft hätte ich es mir nicht, aber wenn man es schon so bekommt, einfach weil man Fan ist, finde ich super.
Ja, dann kommt wahrscheinlich jetzt der größere Teil. Was würdest du denn als den Flop diesen Monats ansehen? Das ist schwer, es sind mehrere Kandidaten. Eben, deswegen denke ich auch, es ist der schwerere Teil. Ich sage mal. Also ich hätte schon einen. Das wäre bei mir Just Dance 2017. Das wäre mein Flop. Ich sage Handball 17. Oh. Weil es so Indie ist. Mal gucken. Dabei hat es doch, ich sehe gerade 82 lizenzierte Mannschaften. Wow. Aus der deutschen, der französischen und der spanischen Liga. Das ist doch super. Na gut, dann. Wir wollen es aber auch nicht gut reden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gar nicht mal. Gar nicht, ihr braucht gar nicht mal so lange zu warten, bis wir uns da wieder hören. Denn der nächste Game Release, es kommt auf jeden Fall wieder. Hoffentlich dann auch pünktlich. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Bis dahin. Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.